Hallo und guten Morgen zu meiner heutigen Wanderung aus dem wunderschönen Schwangau. Was für ein Panorama. Sehr schön. Da hinten schloss Neuschwanstein. Super. Ja, meine heutige Wanderung führt mich zur Hochblasse. Das ist so ein nicht bekannter Berg. Der ist 1989 Meter hoch. Und der Start ist der Parkplatz an der Tegelbergbahn. Dann geht es vorbei am Schloss Neuschwanstein Richtung Bleckenau. Dann bis zur Jägerhütte. Dort geht es dann nochmal links weg. Und dann ist dann auch gar nicht mehr so weit zum Gipfel. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir los und nutzen wir das schöne Wetter aus. Bis gleich. Ciao. Jetzt bin ich an der Bleckenau, waren jetzt 7,9 Kilometer, 1 Stunde 40 habe ich jetzt gebraucht und ein wunderschöner Platz hier, sieht man, alles sehr grün. Da sieht man Säuling, hier ein Zunderkopf und jetzt geht es weiter Richtung Hochblasse. Aber zuerst muss ich noch zur Jägerhütte und da sind es nach dem Schild sind es nur 1,5 Stunden. Hier sieht man jetzt einen Schlagstein. Das ist auch eine wunderschöne, entspannte Runde zum Wandern. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Da gibt es auch von mir ein Video. Das verlinke ich dann wieder oben links. Bis zur Jägerhütte waren es jetzt 2 Stunden 40 und 12 Kilometer. Und wie man sieht, ist sie leider nicht mehr bewirtschaftet. Von der Jägerhütte bis zum Gipfel sind es so in etwa noch 570 Höhenmeter. Die Hochblasse ist auch schon zu sehen. Das ist der Berg in der Mitte. Bin ja gespannt, wie lange ich da noch brauche. Der Hochzug in 2 Stunden. Mal schauen. Weil unten an der Wegzweigung, da war nämlich gar nichts dran gestanden. Bin ich da gleich auf dem Sattel oben, dann muss ich das Stückli da noch ein bisschen, naja, klettern
Und dann würde ich sagen, haben wir dann einen wunderschönen Ausblick oder fantastischen Ausblick auf die Alpen. Riesiger Bergrücken hier oben mit einer tollen Wiese, schaut richtig schön aus. Was soll ich sagen, es ist einfach genial hier oben, super Ausblick und dann dieses Panorama, einfach super geil. Ja, und dann dieses Farbenspiel mit der Sonne immer. Hier haben wir dunkle Berge, hier scheint die Sonne, es ist einfach toll, hey, passt einfach alles heute. Schatten und Licht im Wechsel. Also die Hochblasse ist wirklich ein super Aussichtsberg. Sieht man ja, hat man schön den Rundumblick auf die Alpen. Da sieht man aber auch, dass die Wolken schon langsam dunkel werden. So werde ich wieder gleichzeitig einen Rückweg antreten. Zeige ich euch noch ein bisschen von der Umgebung. Hoppala. So, da drüben ist die Hochplatte. Zurzeit treibe ich mich ja in der Gegend öfters rumeinander. Dann haben wir hier das Fenster noch, Krähe, Hohe Strausberg, Säuling. Was man alles noch sieht, ist da ganz hinten der Hochvogel, Tanneler, Kreuzkopf, Ochsenelbeleskopf. Normalerweise gehe ich ja jetzt denselben Weg wieder zurück, weil das ist der kürzeste. Man kann aber auch über diesen Kamm jetzt da drüben gehen, aber über die Krähe. Aber das mache ich nicht, weil jetzt haben wir eh schon fast 1 Uhr. Und bis ich dann zurück bin im Auto, ist bestimmt dann 6 Uhr oder sowas. Das muss ich nicht haben. Da setze ich mich dann lieber dann unten, habe ich nämlich wieder einen schönen Platz am Wasser und da werde ich dann erst einmal nur eine Brotzeit machen. Also dann mache ich mich auf den Weg. Bis später. Ciao. Alles wieder im Rucksack verpackt und jetzt geht's wieder zurück.
Vielleicht ist euch schon auffallen, dass dieses Video nicht mehr so verwackelt ist. Das liegt nämlich daran, dass ich mir eine neue Kamera gekauft habe, eine GoPro 8 Black. Die hat nämlich einen Bildstabilisator und hoffe, dass meine Videos dadurch ein bisschen aufgewertet werden. Das war's jetzt mit der Wanderung. Bin jetzt dann in 2 Stunden wieder am Parkplatz. Freut mich, dass ihr dabei wart. Würde mich auch wieder riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt anständig und ein Gruß an die Welt.